Hallo YouTube, heute schauen wir uns Variablen in Matrizen an und das wird nur so ein kleines Übersichtsvideo, weil Variablen in Matrizen ist eigentlich nicht gerade anders zu Variablen irgendwo anders. Wir gucken uns zuerst einmal irgendeine Matrix an, das ist hier ist die Matrix A und die Matrix A repräsentiert den Wechsel, also den Austausch von den drei Orten ABC zu den drei Orten ABC. Das heißt, einen Austausch zwischen den drei Orten A, B und C. Und man sieht hier die verschiedenen Zahlen. Bei A bleiben zum Beispiel 50%, bei B 60%, bei C 70% und die entsprechenden Abgangszahlen. Das heißt, von C zu B wechseln zum Beispiel 10%. Jetzt habe ich hier auch schon einen Anfangsvektor gesetzt. Das heißt, in A sind 10 Leute, in B sind 20 Leute, in C sind 10 Leute. Und jetzt kann man, wie wir das schon ganz oft gemacht haben, hier wunderbar rechnen. 10 mal 0,5 plus 20 mal 0,2 plus 10 mal 0,2, das wären dann 5 plus 4 plus 2, also 11. Und das hier drunter wären es 16 und dann ganz unten wären es 13. Entschuldigung, 16 und 13. Und dann hätten wir schön irgendwas ausgerechnet. Jetzt gibt's aber ein Problem. Jemand hat mir nämlich gesagt, dass sich etwas verändert. Und zwar hat er gesagt, unsere Matrix ist leider falsch. Und zwar hat er gesagt, die Zahlen von C waren nicht so, wie wir sie vorausgesagt haben. Es sind zwar gleich viele Leute von C nach B gegangen, aber der Rest, der hat sich geändert. Und jetzt gucken wir mal an, was dann passiert. Zack, er wusste nämlich, er hat nämlich was gesehen, er hat nämlich diesen zweiten Vektor hier gesehen. Und wir sollen jetzt herausfinden, was genau sich hierbei geändert hat. Und wir wissen, dass dieser, und wir wissen zwei Sachen. Erst einmal, nicht geändert haben sich A und B, das heißt die ganzen beiden Zeilen hier, die beiden Spalten meine ich natürlich, die beiden Spalten haben sich nicht geändert und dieses eine Feld hier hat sich nicht geändert. Die anderen beiden Sachen sind offen und da können wir jetzt beliebige Variablen eintragen, weil wir wissen ja nicht, wie viel es ist. Also tragen wir hier die Variable A ein und hier die Variable B. A und B. Jetzt stellt sich aber heraus, da stimmt etwas nicht. Und zwar können wir noch eine Aussage über B machen. Denn es gibt bestimmte Regeln für stochastische Matrizen, die wir nicht einfach so ignorieren dürfen. Zum Beispiel die Aussage A größer 0 oder B größer 0, die brauchen wir gerade nicht. Wir brauchen gerade eine andere Aussage, die uns das Ganze etwas erleichtern wird. Und zwar heißt diese Aussage, die Summe einer Spalte muss immer 1 betragen. Wenn wir jetzt A und B und 0,1 addieren, muss das also 1 sein. Und daher kriegen wir schon sofort eine besondere Sache, eine besondere Aussage. B ist 0,9 minus A. Das heißt, wir müssen hier gar nicht mit einer zweiten Variable rechnen, sondern können das alle auf eine Variable reduzieren. Wenn wir das dann haben, dann wird es eigentlich ziemlich einfach. Wir rechnen einfach ganz normal mit unserer Matrix, als wären das hier auch Zahlen. Das heißt, wir haben 10 mal 0,5, das ist 5. Wir haben 20 mal 0,2, das ist 4. Wir haben 10 mal a, das ist 10a. Und das Ganze ist 12. Das heißt, 10a ist im Folgeschluss auch wieder 3. Das heißt, hier könnten wir schon direkt sagen, a ist 0,3. Wir haben aber noch zwei andere Zahlen, die wir theoretisch auch nachgucken müssten. Ich kann euch jetzt aber sagen, die zweite Zeile habe ich gleich gelassen.
Oh, was für ein magischer Trick. Und die dritte Zeile können wir natürlich nochmal nachgucken, wenn wir das wollen. 2 plus 4 plus, und jetzt hier etwas wichtiger, 9 minus 10a. Und das Ganze soll auch 12 werden. Und wenn wir das jetzt alles addieren, sind das 6 plus 9 sind 15. 15 minus 10 mal 0,3 ist 12. Ah, da haben wir sogar eine Bestätigung gekriegt. Jetzt gibt's das ganze Problem aber auch in etwas schwieriger. Hier vorne habe ich mal das Ganze nochmal gemacht, nur dass wir jetzt die ganze Spalte C außen vor gelassen haben. Das heißt, wir haben keine Ahnung mehr, was bei C vor sich geht. Aber wir können es trotzdem berechnen. Das heißt, wir wissen nicht, wie viele Leute bei C bleiben, wie viele Leute von C nach B wechseln oder von C nach A wechseln. Den Rest wissen wir aber schon. Wir kennen A und wir kennen B, aber wir kennen C nicht mehr. Und hier hinten habe ich mal irgendeinen, also ich habe mir den wirklich irgendwie ausgedacht, irgendeinen Vektor genommen, der die einzige Bedingung erfüllt, dass die Summe des linken Vektors hier die Summe dieses rechten Vektors hier ist. Mehr habe ich mir zu dem rechten Vektor keine Gedanken gemacht. Und wir werden einfach gucken, was dabei rauskommt. Was machen wir jetzt hier bei so einer Sache? Wenn wir nicht wissen, wie die Übergangsquoten sind, können wir da irgendwelche Variablen reintun, wie zum Beispiel a, b und c. Alle kleingeschrieben, weil es Variablen sind. Und das könnten wir natürlich machen, aber wir können wieder den gleichen Trick anwenden. A, B und C müssen zusammen 1 sein, also können wir eine Variable wieder mal rausschmeißen. Zum Beispiel schmeißen wir die Variable A raus. A ist gleich, oder nein, schmeißen wir lieber C raus. C ist gleich 1 minus A minus B. Das heißt, C können wir hier wieder rausschmeißen und machen das zu 1 minus a minus b. Und dieser Trick funktioniert nur bei stochastischen Matrizen. Das Ganze hier können wir dann wieder verrechnen in ein lineares Gleichungssystem. In ein lineares Gleichungssystem mit folgenden Lösungen. Diese drei Lösungen hier wären zum Beispiel unsere Antwort auf unser Problem. Und wir könnten dann dementsprechend in die Matrix eintragen. 0,5, 0,2, 0,4. Und diese Lösung habe ich übrigens einfach durch das Auflösen des linearen Gleichungssystems erhalten. Also nichts, wovor ihr euch Angst machen müsstet. Falls das überhaupt vernünftiges Deutsch ist. Das Ganze, was wir hier gemacht haben, geht aber nicht nur für einfache stochastische Matrizen, sondern das Ganze geht natürlich auch für Entwicklungsmatrizen. Zum Beispiel diese Entwicklungsmatrix hier vorne. Man könnte hier fragen, zum Beispiel, wie groß muss A sein, damit die Population zyklisch konstant bleibt? Und dann würden wir unseren Trick anwenden, dass wir C hoch 3 bilden. Und C hoch 3 sähe folgendermaßen aus, weil genau unter der Diagonale alle Zahlen eingetragen sind und oben rechts ein Feld eingetragen ist, sähe C hoch 3 dann so aus, dass wir eine Einheitsmatrix haben und vorne vor multipliziert sind 20, 0,1 und A. Und dann ist es nur noch eine Frage, ob 20 mal 0,1 mal a, wie das genau 1 werden kann. 20 mal 0,1 ist 2, 2 mal a ist also 1. Und das ist ziemlich einfach zu lösen, wann 2 mal a 1 ist. Und die Antwort ist, wenn a gleich 1/2 ist. Das heißt, hier hätten wir dann ziemlich einfach eine Lösung geschafft. Das heißt, Variablen in Matrizen behandelt man wie Zahlen. Das interessiert eigentlich niemanden, dass es Variablen sind, denn was man eigentlich macht, ist entweder man entstellt ein lineares Gleichungssystem oder man benutzt sein Gehirn. Variablen in Matrizen ist eigentlich das Einfachste von der Welt. Man rechnet ganz normal weiter, wie bei Zahlen, nur dass man anstatt Zahlen Buchstaben hinschreibt und muss hinterher möglicherweise ein lineares Gleichungssystem verwenden oder noch einfacher, einfach nur eine Gleichung umstellen.
Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß.